Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück bei Tomb Raider Remastered 2. Tomb Raider 2 Remastered, so rum. An der Stelle einen großen Dank an Noldea. Jetzt komme ich weiter. Ja, dein Kommentar hat mir echt geholfen. Es kann manchmal so, so einfach sein, wenn man nur weiß, welche Taste man drücken muss. Und hoch. Und hüpf. Haha. So einfach geht das. Dann speichere ich doch mal. Nur zur Sicherheit. Und dann hüpfe ich mal darüber. Dann geht's hier hoch. Und dann geht's darunter. Naja, es war unten. Es war unten. Ich habe gesagt, es geht da runter. Ich habe nicht gesagt, es geht dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Okay. Hüpf. Mhm. Ich denke mal, so. Oh, hier rutsche ich nicht runter. Das ist ja gut. Okay. Hüpf. Und hoch. Und hüpf. Kann ich da irgendwie... Ja, es zieht sich ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Also ich krieg das hin. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ihr hättet das schon lange hinbekommen. Ich jedoch offensichtlich nicht. Dann springe ich nochmal darüber. Okay, ich muss irgendwie da runterkommen, ohne dass ich da... Okay. Ja, ja und ja. Ich will einfach nur darüber. Auf das Dach springen? Geht das? Oder rutsche ich da ab? Ah ne, so komme ich wieder direkt hier hin. Was gucken. Ah! Ja, oh, okay. So geht's natürlich auch. Speichern. Waffen raus. Hier kommt bestimmt irgendjemand. Okay, ich brauche ein Medkit. Ganz dringend. Ich glaube, ich nehme das große hier. Ah, das fühlt sich schon besser an. Dann gehe ich mal hier hoch und schaue mich hier um. Im Versteck von Bartoli. Eine sehr schöne Mafia-Behausung. Nur, ja, der Boden, das schöne Parkett, das müsste mal erneuert werden oder repariert oder so. Okay, was gibt's hier? Okay, gehen wir mal hier lang. Ah! Aua. Wie brutal. Ah. Schöne Bilder vom Karneval in Venedig. Die erinnern mich ja immer so ein bisschen an Eyes Wide Shut.
Okay, was haben wir hier? Okay, von hier kamen wir. Und hier haben wir eine große Türe. Kann ich diese Kiste hier ziehen? Bringt mir das irgendwas? Nö. Ich kann wahrscheinlich da das Fenster durchschießen. Ich höre Schritte. Ach komm, komm wieder her, komm wieder her. Wir warten, wir warten. Signori? Okay. Aber er hat wenigstens was gedroppt. Mhm. Ah. Das kennen wir doch. Das ist der Anfang des letzten Levels. Cool gemacht. Aber wo kommt ihr denn jetzt her? So, sogar noch von hinten. Nee. Du sollst auf den zielen. Jetzt habe ich wieder Leben verloren. So war das ja nicht geplant. Haben die wenigstens irgendwas gedroppt? Nee, gar nichts. Schade. Aber dann gehen wir mal hier. Ist hier oben was drauf? Nee. Dann gehen wir mal hier wie Santa Claus durch den Kamin. Ah, da ist irgendwas. Ah, ein Geheimgang. Äußerst interessant. Und sehr geheim. So richtig geheimelig. Hier sind wieder Ratten. Eine Ratte. Ich speichere mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt hier wieder irgendwie eine Falle ist. Das sagt mir mein Bauchgefühl so. Ja. Da sind Fallen. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Und hier, ich speichere erstmal und dann gucke ich mal, ob da an dem Wasser irgendwas ist. Und ich würde nochmal ein kleines Medkit nehmen. Hier ist aber bestimmt irgendwas drin. Irgendwas versteckt. Irgendein Secret. Nee, aber da ist eine Klappe. Also schätze ich mal, dass wir da irgendwie lang müssen. Okay, das hat einen Timer. Also gleich geht das Feuer wieder an, schätze ich mal. Oder auch nicht. Oder doch. Aua. Dann warte ich mal, bis das Feuer da wieder aus ist. Tja, die Gasleitungen sind ziemlich hin. Da müsste man mal Röhricht anrufen. Gas, Wasser, Sanitäranlagen. Boah, geht das nicht wieder aus? Muss ich da wieder von vorne hin?
Hängt das irgendwie so zusammen? Damit ich nämlich einfach durchschwimme. So. Speichern. Was haben wir hier? War's das oder ist da noch mehr Mafia? Einer, ein Hundchen ist noch. Da hoch. Und da hoch. Nee. Ah, ich hab's heute. Ich bin heute echt in super, in Topform für dieses Spiel. Mhm. Okay. Die Decke ist ein bisschen kaputt. Aber ich nehme noch mal ein Medkit. Ah, so viel habe ich nicht mehr. Ich verliere gerade richtig viel Leben. Das will mir eigentlich gar nicht so gut gefallen, wie ich jetzt gerade hier Leben verliere. Ah, und die droppen auch keine Medkits. Mhm, hier geht's auch nicht lang. Also muss ich da hoch? Ich muss da irgendwie zur Decke hoch. Aber wie mache ich das am dümmsten? Okay, hier sind die Scheiben zerschossen. Okay. Wo bin ich hier? Kann ich runterklettern? Dann springe ich mal ins Wasser. Dann schaue ich hier mal um. Was gibt's denn hier? Ist hier irgendwas Interessantes? Ah, hier kann ich durch. Dann komme ich hier hin. In so einen Kellerbereich. Aber ich schaue mich erstmal hier am Grund um. Oh, da geht's noch weiter. Ah, ist gerade alles ein bisschen dunkel. Da hinten liegt aber was. Ach, Secrets liegen da. Nimm das Secret. Und nimm da hinten. Okay, jetzt muss ich aber schnell wieder raus, denn ich brauche ein bisschen Luft. Ach, Luft. Das tut gut. Luft. Reine Luft. Die Luft ist hier so rein. Und da kann ich mich nicht hochangeln. Hochangeln. Also muss ich da mal hier nochmal durch und mich hier nochmal ein bisschen genauer umschauen, ob ich da irgendwie nicht einen Weg finde. Hier gab es erstmal nur die Secrets. Da ist ein Weg. Aber da ist... Ah, da ist noch die Klappe zu. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden, Lara. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Das ist die Frage. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Okay. Also muss ich erstmal irgendwie gucken, wie ich da die Klappe öffne. Was gibt's hier noch? Da ist ein Gitter. Mhm. Hier ist überall Schutt. Okay. Und hier kann ich wieder hochklettern. Das ist doch praktisch.
Okay. Da ist irgendein Gemälde offen. Kam ich von da? Ja, ich kam von da. Okay. Da ist eine Treppe, aber da ist ein Gitter. Da kommen wir nicht weiter. Mhm. Ich schätze mal, dass wir da irgendwie hoch müssen. Ja. Wie ist die Frage? So, im Stehen kann ich da nicht hochspringen. Das ist etwas zu weit für mich. Es gibt ja auch noch ein anderes Fenster. Da oben. Also kommt man... Ja, ich muss da irgendwie hoch. Aber wie? Ach, kann ich mich hier irgendwie an dem Kronleuchter festhalten? Ist das... Nee, da springe ich durch. Das ist es auch nicht. Mhm. Dem Kamin kann ich auch nichts machen. Da brennt Feuer. Da kann ich auch nicht durch. Das ist auch kein irgendwie Geheimgang. Oder muss ich da irgendwie rein und... Ist da drin was? Kann ich da irgendwie... Geh mal vorsichtig. Ah, das war nicht vorsichtig genug. Ja, ne? Also ich kann gerade nur... Zurück. Und da runter ins Wasser. Okay, dann gehe ich nochmal hier zurück und schaue mich nochmal ein bisschen da um. Ah, okay, und sterbe, weil ich vergessen habe, dass da Feuer ist. Ja, jetzt ist Lara ein bisschen heißer als sonst. Schon fast knusprig heiß. Okay, Waffen raus. Okay. So, jetzt müsste hier alles geklärt sein, oder? Ist geklärt. Sieht sauber aus. Dann muss ich nochmal da ins Wasser und die Secrets besorgen. Sonst gab es ja hier nichts, oder? Nee. Nur hier diese... Dieses Areal. Und die ist... Hier ist auch sonst nichts. Und irgendjemand hat mir gerade ein Follow da gelassen auf Twitch oder YouTube. Danke dafür. Das sollte ich vielleicht mal ausschalten, die Benachrichtigung beim Let's Playen. Beim Stream okay, aber beim Let's Playen... da geht's auch lang? Nee, da waren wir. Das ist derselbe Gang wie vorher. Okay, jetzt kann man hier durch und dann... Ah, dann kommen wir wieder zurück. Okay. Nee. Gut, da gibt's nur den einen Weg. Secret nehmen. Ah, da geht's nach oben. Hier gab's das, aber nee, sonst ist hier nichts. Und da hoch kann ich noch nicht, weil da ist die Falltür noch zu. Die
Die Luft wird knapp, aber wir schaffen es. Gerade so. Ja. Und dann habe ich jetzt erstmal... ich müsste da unter das Gitter, unter dem Gitter durch. Aber da ist auch eine Tür. Ja. Und ich dachte, yay, ich komme endlich weiter. Doch da ist sie wieder. Die berühmte Tomb Raider-Frustration. Wenn du keine Idee hast, was du machen sollst. Und so geht's mir gerade. Aber ich denke drüber nach, ob wir uns diese Frustration dann eventuell nochmal stellen in der nächsten Folge. Also ich wäre dafür, dann kann ich nochmal hier ein bisschen nachdenken, wie ich da hochkomme. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!